Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Egladum zu den Dwarf-News für den Monat August. Auch ein ganz besonderes Special, weil die Dwarf-News für den Monat August dieses Jahr fallen auf den 26.07., wenn ich richtig lese. Und am 26.07.2016 habe ich das erste Mal eine Dwarf-News-Episode hochgeladen. Das bedeutet, heute feiern wir dreijähriges Bestehen von den Dwarf News. Und anlässlich dieses Dwarf News Jubiläums machen wir diese Dwarf News heute zu viert. Der Takeru, der Mordev und die Ninigain und natürlich ich heute im 4.5. Squad, der 4.5. Squad Edition. Ich beginne das Ganze hier und mache noch so den Ende vom Juni. Und sag euch, was jetzt noch am Ende des Junis kommt. Und den Rest, den August-Anteil, übernehmen die anderen drei. Die Drei-Jahres-Spezialausgabe von den Dwarf-News mit den 4.5. Squad. Ja, die Sommerpause ist jetzt vorbei und gestern habt ihr schon einen kleinen Z-Log aus meinem Sommerurlaub in Kiel zu sehen bekommen. Dann geht es morgen nochmal mit zwei Parts weiter. Part Deponia um 14 Uhr und ein Part Wendels Monday um 18 Uhr. Damit beende ich dann auch die Double-Upload-Phase, die jetzt die erste Woche nach der Sommerpause gelaufen ist. Und ja, dann geht es wie gewohnt Ende Juli, in den letzten Tagen des Junis, also die letzten drei Tage, die dann noch im Juni bleiben, mit ein paar neuen Projekten weiter. Mit ein paar neuen alten Projekten geht es dann weiter. Und was im August dann auf euch wartet, das erzählen euch jetzt die drei, die Ninilein zuerst, wenn ich richtig gesehen habe, dann der Mordi und als letztes mit ein bisschen mehr Informationen, er hat so ein bisschen den Löwenanteil bekommen, der Takeru. Ja. Schauen wir mal, was die zu sagen haben. Ab geht's. Herzlich willkommen zu den neuen Dwarf News von den lieben Herrn Zwergenfürst. Und hier berichtet euch die Ninilein Falls Lucifer, was euch in August nach der Sommerpause in den ersten zwei Wochen erwarten wird. In den ersten zwei Wochen wird es sehr ereignisreich. Von Montag bis Samstag ist natürlich voller Action angesagt. Und sonntags bleibt natürlich der Ruhe. Los geht's natürlich in diesen zwei Wochen mit einer neuen Aufnahmesession von Super Mario Party, was in zwei Parts aufgeteilt wurde. Wobei der erste Teil sogar der erste Part zu erscheinen kommt und der zweite Part nicht lange aufs Part ist. Dank auch lustiger Sprüche von Konia werden wir nicht viel Langeweile aufweisen können. Auch in diesen zwei Wochen wird Konia uns richtig die Nacht machen. Und die Abenteuer von Ivoli werden mit drei Folgen natürlich weiterhin uns in Spannung versetzen. Auch die Kreativität in Minecraft Armor wird fortgesetzt. Zwar nur mit einer Folge, aber ihr dürft gespannt sein, was da auf euch kommt. Eine kleine Besonderheit haben wir in diesem Monat, die Randall's Monday-Reihe. So ein kleines bisschen aus der Reihe. Dank einer guten Vorproduzierung wird natürlich diese Reihe auch mal als zweites Video am Tag, so ca. 18 Uhr, präsentiert. Und somit gehen wir in der Woche für zwei Wochen durch und gebe das Wort rein.
So, Light hier, das ist mein Part in den Dwarf News. Und bei mir wird das sehr kurz und knapp, denn, seien wir ehrlich, lang um den heißen Brei rumreden, das ist bei mir nicht. Das kann ich einfach nicht. Und nun denn, handeln wir den Upload-Plan für den Monat August erstmal relativ kurz und knackig ab. Und zwar das Projekt Minecraft Arnor, das viele von euch mit Sicherheit kennen. Das bekommt diesen Monat tatsächlich ein paar neue Parts. Ja, ich weiß, unglaublich, oder? Des Weiteren werden Deponia und Randall's Monday ebenfalls weitere Parts diesen Monat bekommen. Ich weiß, sehr überraschend, dass normalerweise Projekte, die angefangen haben, auch tatsächlich weitergeführt werden. Nun, naja. Aber jetzt kommt etwas, das vielleicht nicht jeder erwartet hat. Und zwar wird es am 19. einen richtig schicken Double Upload geben. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen. Ebenfalls etwa in der Mitte des Monats werden neue Parts für Super Mario Party aufgenommen. Und zwar mehrere Aufnahmesessions mit jeweils zwei Parts, die aufgenommen werden. Und das war im Grunde alles, was mir zugetragen wurde, dass ich erzählen soll. Ich könnte jetzt noch einige Stunden einfach so über mein Leben reden und über den Sinn des Lebens und über Bier. Aber das werde ich nicht tun. Also, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal in den Dwarf News. Möglicherweise, hoffentlich nicht. Mit mir. Hey, grüß euch Leute, hier spricht euer Taku Takeyanagi und heute machen wir was ganz Besonderes. Ich habe die Ehre für Zwergenfürst St. Warfs News mitzuwirken und somit auch ein paar Sachen anzukündigen. Hier habe ich noch die Liste von 22. August, ja natürlich, bis zum 1. September euch ein paar Sachen hier vorzustellen, was kommen wird, was noch sein wird. Natürlich in Zusammenarbeit mit der Vierfünftel-Gruppe hier. Und ja, lassen wir nicht zu viel Zeit verschwenden. Dann fangen wir mal an. Und zwar muss man hier sagen, lässt unser Zwergenfürst nicht einmal Ende des Monats noch eine Ruhe, sondern macht noch weiter mit Randall's Monday. Jeder, der das Spiel kennt, natürlich seine ewigen Abonnenten und die, was eh seine Videos sehen, werden schon genug davon auch zu sehen bekommen haben. Für diejenigen, die jetzt da noch nichts davon angesehen hat, schaut auf Zwerge seinen Kanal und natürlich muss ich ja eine große Ankündigung noch machen, sogar zwei. Hier jetzt aber die größere hat natürlich unser Zwergenfürst noch geplanten Let's Test zu machen von einem gewissen Spiel, was ich hier nicht verraten darf und auch nicht werde, aber ich kann sagen, es lohnt sich darauf zu warten und sich nachher anzuschauen, einfach weil es bekannt ist und eben wenn Zwergenfürst da spielt, wird es sicher auch lustig. Vielleicht darauf anschließen, die zweite große Ankündigung wäre hier zu sagen, er ist auch auf der Gamescom in Köln vertreten. Ja, ihr hört richtig. Jeder, der ihn mal sehen wollte, hat hier dann endlich die Chance, ihn kennenzulernen und eventuell auch gleich ein Autogramm abzugreifen. Ja, zum Autogramm bitte, will ich gleich vorweg sagen, jemand, der will, kann natürlich zu ihm gehen und sagen, hey, dich kenne ich, kann ich ein Autogramm bekommen? Nur müsst ihr selbst einen Stift mitbringen, bitteschön. Immer hat man nicht einen eingesteckt, aber falls er mal zufällig einen hat, kann man sich sicher sein, könnte auch ein leer sein. Und wer hat nicht gerne eine Unterschrift mit seinem persönlichen Lieblingsstift? Ja, das wäre mal dafür. Um noch zu sagen, Freitag am 23.08. ist er auf der Gamescom vertreten, wie gesagt. Nochmal zum Wiederholen. Hierbei aber, jeder der es noch nicht hat,
Bitte folgt ihn auf Twitter, denn dort erfährt ihr noch alles mögliche andere, wenn sich irgendetwas ändern sollte. Und ja. Und noch, was noch dazu zu sagen gibt, er bittet auch darum, nicht extra nur wegen ihm dorthin zu kommen, sondern wirklich wegen die Spiele dort. Um die geht's ja eigentlich. Jeder, der ihn nachher sehen will auf der Gamescom, kommen wir hier zum nächsten Punkt schon. Denn er wird auch ein Vlog machen, wo er über die Gamescom ein bisschen berichtet, was vorzeigt, was alles da war. Jeden, den es interessiert, schaut es euch an. Jeden, der meint noch so, weiß nicht so recht, ob mich das überhaupt... Ihr könnt ja mal das Video anschauen und nachher beurteilen. Ist ja nicht so tragisch. Und zudem wird unser Zwerge nicht nachlassen, auch nicht nach der Gamescom. Er wird weiterhin Videos raufladen, hochladen, so. Und euch vorstellen, so wie Randall Monday oder Deponia. So geht das dann noch fertig für den ganzen August. Ich hoffe, euch reicht jetzt dieses kleine News-Feedback hier, denn ich habe ja auch irgendeine Zeit zum Einhalten. Und ja, wie gesagt, vergesst nicht, unseren netten Zwergenfürst zu abonnieren. Vergesst auch nicht, ihn auf Twitter zu folgen, eben für die Gamescom, wer ihn sucht. Sonst, wie schon auch im Video gesagt, ihr findet ihn bei den Indie Games. Und ja. Sehr schön gesagt. Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr informiert worden seid. Wenn ihr hervorragend von uns vier, fünf Discord-Mitgliedern informiert worden seid. Ja. Wie ihr schon gesagt habt, Abo da lassen, wenn ihr neu seid. Man sieht sich auf meinem Kanal wieder. Morgen, wie gesagt, mit neuen Videos, neuen Let's Play-Projekten und den nächsten Monat mit sehr spannenden Projekten. Ihr habt's gesehen. Haut da rein, man sieht sich. Ciao, ciao. Adios.